Radio Raufass. Türchen vom 6. Dezember, 2. Advent. Die Adventsgeschichte. Was bisher geschah? Maria und Josef sind leicht irritiert, denn ein Mädchen liegt in der Krippe in Bethlehem. Noch bevor sie sich einen Reim darauf machen können, stehen die Hirten mit ihren Schafen in der engen Hütte. Seit Wochen hatte jeder Bewohner von Judäa, der nicht taub oder tot war, vom Schafhirten seines Vertrauens gehört, dass bald ein Erlöser geboren werden sollte, ein Gottessohn, der Retter der Welt. Die Nachricht hatte eingeschlagen wie der Blitz in den Ölberg. Im Nu vertonten die ersten Straßenmusiker die Prophezeiung, wie immer in der Hoffnung, endlich unter die ersten drei Weisen aus dem Morgenland zu kommen. Winzer nannten ihre Weinsorten Frucht Mariae oder Josefs Bester. Und ein Seifenhändler sprach sogar frech von fleckte Empfängnis dank seines Erzeugnisses. Josef hatte der Aufruhr um den kommenden Heiland kalt gelassen. Er war Zimmermann, pragmatisch und skeptisch, auch in diesen Zeiten. Wunder erwartete er als Letzter, bis er diesen Traum gehabt hatte. Danach war sowieso alles anders geworden. Natürlich hatte Maria eine Weile gebraucht, bis sie begriff, dass sie den Herrscher der Welt im Leib trug. Und seine Eltern hielten Josefs Geschichte von der nächtlichen Prophezeiung nach wie vor für das Resultat eines feuchtfröhlichen Richtfestes. Aber Josef hielt von nun an die Ohren offen und versuchte mehr darüber herauszufinden, wie genau der neue Heiland auf die Welt kommen sollte. Schließlich wollte er alles richtig machen und der Prophezeiung des Engels keine Steine in den Weg legen. Mit einem Hanfseil, in das sie in kleinen Abständen Knoten geschlungen hatte, kontrollierte Maria jetzt täglich ihren Leibesumfang. Josef tat vor Herzklopfen kaum ein Auge zu. Er kleidete sich sauberer und ordentlicher als sonst, hörte mit dem Rauchen auf und verabschiedete sich zu Marias Entzücken sogar von seiner Vorliebe, nach dem Frühstück länger als nötig an der Grube hinter dem Haus zu sitzen. Der Gedanke, vielleicht während seiner Morgensitzung vom Boden Gottes aufgesucht zu werden, um noch letzte Anweisungen zu erhalten, behagte ihm gar nicht. Für sein Gemüt war es schon eine Zumutung gewesen, so einem im Traum zu begegnen. Einen Traum wie diesen hatte er noch nie geträumt. Er hatte im Haus seines Vaters gekniet und war dabei gewesen, einen Holzboden aus Zahnstochern zu verlegen. Hölzchen an Hölzchen fügte er zu einem komplizierten Muster, als auf einmal ein leibhaftiger Engel hinter ihm stand und sprach: »Josef, was um Gottes Willen tust du da?« Josef zuckte unwillkürlich zusammen. »Ich verlege Zahnstocher.« Der Engel trat ein. Mit dem Saum seines langen Gewandes vernichtete er die Arbeit der letzten Stunden.